Servus zusammen und einen fröhlichen Advent hier von meiner Seite. Der Dezember ist schon ein paar Tage alt und deswegen habe ich mir gedacht, ist es wieder mal an der Zeit, sich ein bisschen über die Bilder des Monats November zu unterhalten. Und das möchte ich mit euch heute tun. Bevor wir aber ins Video einsteigen, möchte ich euch noch kurz das Ergebnis der Wahl bekannt geben, welches eure Wahl beim Bild des Monats Oktober war, also das Video, das im November eben dann ausgestrahlt wurde. Und da wurde folgendes Wahlergebnis, kam da heraus, also mit 53% relativ klarer Sieger war hier das Bild von der Kette vor dem Schloss und mit 38% der Baum im morgendlichen Nebel, also das war ja meine Wahl, mein Bild des Monats, und mit 8% war dann schließlich die Moorlandschaft etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz. Also das war euer Voting, aber jetzt steigen wir ins Video ein. Ich habe mir jetzt für dieses Video wieder zwei Neuerungen ausgedacht. Also die erste Neuerung ist mal, ich habe wieder drei Bilder ausgewählt, die mir sehr gut gefallen und die ich auch mit euch gemeinsam besprechen möchte. Allerdings habe ich mir jetzt zuvor keine Notizen gemacht, das heißt, ich werde das Ganze jetzt einfach aus dem Bauch heraus bewerten und analysieren. So wie es mir gerade einfällt, werde ich meine Bilder analysieren. Darüber hinaus sind bei den letzten Bild des Monats Videos Anmerkungen bzw. Kommentare von euch gekommen, dass manche sich von euch eventuell das ein oder andere Bild vorgestellt hätten, das in dieser Wahl dabei ist. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich am Ende des Videos eine Diashow zusammen, wo ich aus meinen Ausflügen mehrere Bilder einstelle als nur die drei, die ich mir ausgewählt habe. Ich bin dabei auf eine Auswahl von 13 Bildern gekommen. Die Bilder haben dann alle eine Nummer, die könnt ihr in der Diashow sehen und ihr könnt dann in eurem Voting eben aus diesen Bildern auswählen. Die drei Bilder von mir sind natürlich auch dabei. Aber über die drei Bilder hinaus sind noch 10 zusätzliche Bilder, weil mich auch einfach interessieren würde, ob mein Geschmack, und das Ergebnis beim letzten Mal hat es ja durchaus gezeigt, dass die Geschmäcker sehr verschieden sein können und ob mein Geschmack dann auch euren Geschmack trifft, das würde mich einfach interessieren, beziehungsweise finde ich einfach das sehr, sehr spannend, wenn man unterschiedliche Geschmäcker sieht, beziehungsweise wenn dann vielleicht Bilder gewählt werden, die ich nicht einmal in die Top 3 genommen hätte. Deswegen am Ende noch eine Diashow, eine ausführliche, wo ihr dann aus einer größeren Auswahl an Bildern auswählen könnt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch daran rege beteiligt. Aber legen wir los. Bild Nummer 1. Das ist eines der Bilder, die ich bei meinem ersten Schneeausflug gemacht habe. Da war ich am Almsee im oberösterreichischen Almtal im Salzkammergut und es war ein sehr nasser Schnee, es war nicht ganz so kalt, ich glaube es hatte um die 0 Grad. Auf jeden Fall hat es noch geschneit, als ich drin war und das Video könnt ihr euch ja gerne nochmal ansehen, aber jetzt mal zu diesem Bild. Was gefällt mir an diesem Bild? Zunächst einmal, von der Bearbeitung her, habe ich dieses Bild etwas bläulicher gemacht, als es tatsächlich dort war. Also es war durchaus etwas gräulicher, aber ich habe mir gedacht, einfach Winter und Winter hat für mich schon etwas mit einer etwas bläulicheren Lichtstimmung zu tun. Und deswegen habe ich hier auch das Bild von der Farbgebung her etwas ins Bläuliche reingezogen. Was mir hier auch gefällt, ist, dass ich im Vordergrund habe ich eben so ein bisschen was vom Ufer noch mit drinnen. Die Äste stören mich jetzt gar nicht mal so tragisch, da auf diesen Ästen Schnee oben liegt. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut ins Gesamtbild rein. Sie stören mich nicht, heißt aber nicht, dass ich sie nicht lieber trotzdem weg hätte. Das gefällt mir sehr gut. Was mir hier an diesem Bild gefällt, und das war eben auch mein Hauptmotiv, oder darum habe ich auch dieses Bild aufgebaut, das ist diese Baumgruppe. Die Baumgruppe, die ihr hier so in der Mitte, im
in der linken Hälfte in der Mitte sehen könnt, wo eben in der Mitte dieser eine größere Nadelbaum emporragt, und der ist eben umgeben von einer kleinen Baumgruppe hier. Das Ganze spielt sich dort nämlich auf einer Insel bzw. auf einer Halbinsel an. Was gefällt mir noch? Ja, der Hintergrund ist relativ trüb. Ansonsten natürlich, ich habe die Schneeflocken mit drin, ich habe den Schnee mit drin. Es ist einfach so der erste Wintereinbruch gewesen und ja, eigentlich eine sehr schöne Naturaufnahme. Ich mag dieses Bild, auch wenn ich es mir jetzt so in dieser Form nicht unbedingt drucken lassen würde und an die Wand hängen würde. Was gefällt mir nicht? Ja, jetzt bin ich wieder bei den Ästen im Vordergrund. Ich habe zwar zuvor gesagt, sie stören mich nicht so wahnsinnig, weil eben Schnee drauf liegt. Aber es wäre mir natürlich lieber gewesen, wenn sie nicht da gewesen wären und ich noch etwas näher rangekommen hätte. Das war mir aber in diesem Fall nicht möglich, da ich bei diesem Bild ohnehin schon, ich glaube, mit 135 mm fotografiert habe. Und zwischen mir und dieser Halbinsel oder diesem Ufer, das ihr hier im Bild unten sehen könnt, war einfach auch Wasser und sumpfige Landschaft, und da hätte ich so nicht durchgekommen. Das stört mich an diesem Bild ein bisschen, aber alles in allem ist es einfach ein Erinnerungsfoto an diesen Ausflug und gefällt mir im Großen und Ganzen ganz, ganz gut. Kommen wir zum Bild Nummer 2, und ich mache jetzt hier keine wirkliche Reihung. Ich mag die Bilder alle, obwohl ich eines von den dreien ist schon mein Lieblingsbild, aber welches dann auf 2 und auf 3 wäre, könnte ich nicht sagen. Dieses Bild ist entstanden bei meinem Ausflug nach Budweis, wo ich eigentlich ja nach Prag reisen wollte. Prag ist nichts geworden, hat nicht geklappt, der Zug wollte mich einfach nicht dorthin bringen, deswegen bin ich eben in Budweis gelandet und dort eine Runde spazieren gegangen. Und da habe ich eben diese Gasse entdeckt, und was mir hier an diesem Bild gefällt, sind mehrere Sachen. Zunächst einmal, die enge Gasse bietet mir eine sehr schöne Flucht und dadurch auch eine sehr schöne Tiefenwirkung. Und ja, das gibt dem Bild einfach eine eigene Stimmung. Ich mag das sehr gerne. Dann ist als nächstes, was mir an diesem Bild noch sehr gefällt, sind die Farben. Also ich habe eben rechts diese, ja, schon etwas in die Jahre gekommene Fassade dieser Wand, und die ist eben so in einem bräunlichen Orangeton gehalten, und das Ganze mündet dann vorne in diese grüne Wand, wo eben der Durchgang dann wieder auf die Hauptstraße raus ist. Und ich denke dann so links, dann habe ich noch so ein rötliches Braun bei diesen Holzschaufenstern, bei diesen Holzgalerien, die man hier angebracht hat. Und mit diesem rötlichen Braun dann hinten noch das dunkle Grün. Und so ist das alles in allem ein sehr buntes, schönes, aber trotzdem irgendwie altehrwürdiges Bild. Ich mag dieses Bild sehr, sehr gerne. Es ist einfach auch eine Erinnerung an diesen Ausflug, aber ich mag das Bild, weil ich einfach die Farben mag und weil ich die Tiefe des Bildes irrsinnig gerne mag. Was gefällt mir an diesem Bild nicht so? Was mich überhaupt nicht stört, ist, dass die Wand hier rechts schon etwas abgeschlagen ist. Ganz im Gegenteil, ich finde, das gibt ihm ein bisschen Charakter. Was natürlich hier besser gegangen wäre, aber das war eben nicht möglich, wäre, wenn da vorne, wo eben diese Ständer oder diese Schuhständer, glaube ich, sind das, ja, diese weißen Gestelle hier, wo eben die Schuhe ausgestellt sind, wenn die nicht da gewesen wären oder wenn hier irgendwas Attraktiveres gestanden wäre, wäre das natürlich besonders oder wäre das natürlich hilfreicher gewesen für das Bild. Zudem natürlich die beiden Plakatwände, also die rechts, wo die Frau schon etwas verblasst oben ist, und links dieser kleine, ich glaube, das ist so ein A-Ständer, ja, wäre auch gut, wenn die nicht da gewesen wären, hätte dem Bild, ja, wer weiß, vielleicht hätte es ihm trotzdem ein bisschen den Charakter genommen, vor allem das etwas größere Plakat auf der rechten Seite passt irgendwie trotzdem rein. Schöner wäre es, wenn es nicht so verblasst wäre. Das hätte gut gepasst. Was gefällt mir hier noch nicht? Ja, sonst eigentlich ist alles relativ
passt mir alles relativ. Eventuell könnte man noch die Gangfläche, also das Asphaltierte hier in der Mitte, den Weg dadurch, wenn der mit schönen Pflastersteinen wäre, dann hätte das durchaus auch seinen Charakter und würde die Schönheit der Gasse noch ein bisschen unterstreichen. Alles in allem ein Bild, das ich sehr mag und ja, wo ich durchaus auch mir vorstellen könnte, dass ich dieses Bild mal in irgendeiner Weise als Bild mir ausdrucke und auch an die Wand hänge. Ich mag es. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses Bild. Kommen wir zum dritten Bild und das ist eigentlich mein Lieblingsbild im Monat November. Das Bild habe ich gemacht bei meinem Ausflug an den Piesling Ursprung, wo ich eben nach Rosleiten gefahren bin und in Rosleiten eben zuerst dieses E-Werk, das eben den Strom für die Schmieden erzeugt, beziehungsweise für die Sensenschmieden, die weiter unten sind, fotografiert habe, wo ich zunächst geglaubt habe, das ist schon die Mühle. Video könnt ihr euch gerne ansehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber die Überraschung, glaube ich, hat man mir auch in meinem Gesicht angesehen, als ich dann festgestellt habe, dass diese Stommermühle ja eigentlich wesentlich kleiner, wesentlich uriger und wesentlich holziger, also sie war einfach viel mehr aus Holz gebaut und wesentlich zierlicher war. Ja, aber nichtsdestotrotz bin ich dann eben weitergewandert zum Piesling Ursprung und dort ist eben dieser große Tümpel, wo eben diese Quelle der Piesling herauskommt und dann eben über diesen ersten kleinen Wasserfall sich Richtung Tal ergießt. Und da ist es eben dann über diese weichen, moosbewachsenen Steine hinuntergelaufen, das Wasser, und läuft es jetzt wahrscheinlich auch noch. Und ich habe dann meine Kamera dorthin positioniert. Ich habe dort wirklich herum fotografiert und herumprobiert mit den Führungslinien im Geländer, das dort das Holz so war, dann mit dem großen Tümpel dahinter. Und ja, sind alles ganz nette Bilder, aber es war eben kein Bild dabei, wo ich mir gedacht habe, heute gehe ich nach Hause und habe ein Bild gemacht, mit dem ich 100% zufrieden bin. Bis ich dann dieses Bild gemacht habe. Und ich habe dann das noch dazu mit dem alten 135mm 2.8 gemacht. Und wenn man sich die Auflösung dieses Bildes ansieht, wenn man sich die Schärfe dieses Bildes ansieht, dann bin ich absolut begeistert, was dieses alte Nikon-Objektiv zu leisten imstande ist. Das ist ein altes manuelles Objektiv, Offenblende 2.8, 135mm, aber absolut brillant in der Leistung. Und das auch bei neuen modernen Kameras mit den neuen modernen Sensoren. Dieses Bild ist noch entstanden an der Nikon D750. Ich bin schon mal gespannt, wenn ich das Ganze jetzt dann an der Z6 probiere, dieses Objektiv, denn da wird es natürlich spannend, weil in der Z6 habe ich noch dazu den Bildstabilisator in der Kamera eingebaut. Was gefällt mir jetzt an diesem Bild wirklich? Also ich mag die Linien. Ich mag die Linien des Wassers, wie eben das Wasser sich hier über die Steine runter, wie das Wasser einfach runterfließt über die Steine und da so diesen Kontrast mit den schwarzen, nassen Steinen bzw. das schwarze, nasse Moos unter dem Wasser gibt eben diesen wunderschönen Kontrast her. Dazu dann im Hintergrund das noch grüne Moos, wo es eben etwas trockener ist und auf diesem Moos die nassen Blätter des Herbstwaldes, die sich eben farblich auch irgendwo einreihen. Und wenn man jetzt die Blätter, die Farbe der Blätter hernimmt, das ist so ein oranges Braun und das Wasser hat eben trotzdem einen bläulichen Ton und orange und blau, wissen wir, sind Komplementärfarben und ich denke, das harmoniert farblich ganz gut und auch das Grün passt da sehr gut rein. Und im Wesentlichen, wenn ich mir das so ansehe, habe ich in diesem Foto drei dominante Farben. Das ist eben das bläulich-weiß vom Wasser, das ist das orange-braun der Blätter, natürlich sind auch Gelbtöne und so immer dabei, aber das ist auch das Grün des Mooses und diese drei Farben sind hier meines Erachtens sehr gut kombiniert. Was jetzt mir an diesem Bild nicht gefällt, ich könnte es euch nicht sagen, ich mag dieses Foto. Ich glaube, es ist eines meiner liebsten Bilder, die ich jemals gemacht habe.
das ist wirklich was, wo ich sage, das ist ein Foto, wo ich sage, das würde ich mir auch an die Wand hängen. Bin nicht oft zufrieden, aber da, in diesem Fall, mit diesem Bild, war ich wirklich zufrieden und happy, als ich es zu Hause ausgearbeitet habe. Ja, was könnte man noch besser machen? Irgendwas gibt es natürlich immer. Vielleicht noch irgendwo vorne, rechts, unten irgendwas, aber dann würde es die Gesamtkomposition aus meiner Sicht etwas zerstören. Ich denke, so wie es ist, passt es ganz gut. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr dieses Bild seht. Ja. Oder ob ihr hier Potenzial seht, wie man es verbessern könnte. Ja, auf alle Fälle, das ist mein Lieblingsbild des Monats November. Ihr merkt schon, mit diesem Bild bin ich wirklich glücklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, jetzt blende ich euch mal kurz die Dia-Show mit den weiteren Bildern ein. Ja, ich hoffe, es waren jetzt halbwegs alle Bilder dabei, die ihr euch vielleicht auch gewünscht hättet. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch am Voting beteiligen würdet. Die Wahl blende ich euch hier oben, müsste das jetzt wieder wo sich aufmachen, wo eben dann die Beschreibung, also diese Bildnummer, und dann könnt ihr das Ganze euch in Ruhe nochmal anschauen und dann eure Wahl treffen. Bin schon gespannt, ob meine Bildauswahl auch dabei ist. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich wünsche euch noch einen besinnlichen Advent. Wir werden uns noch öfter sehen jetzt im Advent, aber trotzdem, jetzt gehen die Weihnachtsfeiern an. Die Christkindlmärkte haben offen. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch den Weihnachtsstress nicht zu sehr aufzwängen. Genießt die Adventzeit. Und ja, mich hat es gefreut, dass ihr zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr ehren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe!